So. Was ich gerade klären wollte im Gamepad. Ich habe ein uraltes Gamepad von irgendwann vor Anno Knurps. Diese Soldaten haben nicht viel getaugt. Nicht? Hm. Na gut, ich dachte eigentlich, mir wurde von den Werbsens vorgeschwärmt. Ich sollte übrigens mal sein Tagebuch lesen. Nein, ich dachte, du bist weg. Drecksdrache, aber es wird sicher interessant. Nein, ich lese mal lieber ein Buch. Keksbaum wird schon wieder. Vielleicht sagt die Decke was? Was? Keksbaum wird ignoriert. Warum denn? Der hat doch noch zweimal was geschrieben. Ihr auch? Ne, ihr seht ja auch sowieso nur ein Standbild. Egal. Das Tagebuch von Rali Sedari, Band 22 zur epischen Skyrim-Musik. Wenn mein unsichtbarer Freund nicht wäre, dann wäre ich bestimmt schon längst über alle Berge. Ich wünschte, ich hätte früher gemerkt, dass es nicht mehrere Urheber waren, sondern nur ein Einzelner, der in sich eine Vielzahl birgt. Doch durch ihn habe ich das Hügelgrab endlich richtig verstanden. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als ihn zu treffen. Ich kenne das Grab jetzt in- und auswendig, jeden einzelnen Stein, als hätte ich es eigenhändig errichtet. Ich habe den Arbeitern erklärt, wie man auf die Kacheln treten muss, aber sie sind zu ängstlich oder zu ungeschickt, um es schnell genug hinzubekommen. Aber das ist kein Problem. Nichts, was der Meister nicht lösen kann. Schon bald werden wir einander von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Ach, hey, ihr mit dem Drachenpriester. Ja, kann er mir bitte erklären, in welcher Reihenfolge ich auf die Kacheln treten muss? Also die Kacheln haben also doch was zu bedeuten, stelle ich übrigens daraus fest. Und dieser... Boah. Moment, ich muss kurz umbauen. Explodierende des Feuers? Blitz. Immer schön auf den linken Flügel schießen, auf den rechten. Jetzt war der linke Flügel. So, und dann muss man wieder, kommt wieder Dörni wieder zum Einsatz. Der soll hier muss nämlich immer klar Schiff sorgen. So, Dörni. Ich frage mich, ob für Dörni wieder das auch gelten würde, diese komischen Azidats-Armschienen. So, gut, dann denkt er, ist der Kampf. Oh, verdammt, da kommt er ja wieder. Duwiger Riesenmistdrache. So, hier, Junge, nicht schlafen gehen. Rallies. Ja, alle Drauger sind tot. Gut. Wenigstens auf euch kann ich mich verlassen. Ich glaube, wir sind fast am Boden des Hügelgrabs angelangt. Doch ich werde alles tun, was ich kann, um weitere Bergleute zu finden. Schön. Wir haben uns einen guten Namen gemacht. Aber mit genügend Gold kann ich es schaffen. Gerade so. Na gut, wie viel? 5000. Ich hoffe mal, das ist die letzte Summe. Ihr wollt 5000 Septim? Ich weiß, dafür könntet ihr schon fast ein Haus bekommen. Aber wie ich schon sagte, wir sind hier draußen ziemlich berüchtigt. Ich weiß. Und Gold ist das einzige Gegenmittel gegen einen schlechten Ruf. Habt ihr das Gold? Ja, ich hab das Gold. Ja, da haben wir's. Gut, gut. Diesmal zahle ich für ein paar erfahrenere Haudegen. Damit dürfte es klappen. Klasse. Ich höre Dörni wieder schon wieder rumschreien. So, jetzt. Gott. Aber immerhin, glaube ich, kann schnell reisen. Okay, vergesst das mit den Schnellreisen. Ich kann doch nicht schnell reisen. Ich vermute mal stark, einer der Bergmänner hätte eine Bedeutung. Wenn sie die Drauger nicht aufhalten konnten, wer dann? Sie? Warum sieht's die mich? Das irritiert mich total. Ich hasse es, in Fantasy-Spielen gesiezt zu werden, wenn das passiert. Nein! Ich will nicht gesiezt werden, ich will geduzt werden. Oder ihr. Ihr ist okay, aber nicht gesiezt werden. Gesiezt werden ist einfach nicht in Ordnung in Fantasy-Spielen. Aschenkriecher. Warte mal, ich kann doch einfach davon reiten. Fällt mir gerade so ein. Wo haben wir denn hier? Da, Abak beschwören. Schneller Abak, wir müssen los. Und los. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss ganz schön weit. Nein, ich hab einen Punkt gesetzt. Ich wollte keinen Punkt setzen. Entfernen. Na gut, eigentlich diese Richtung einfach nur voraus. Was ist denn Legendary? Ach so, der neue Schwierigkeitsgrad. Ja, da kommt aber erst mit Morakton. Alter! Ey, lass mich in Ruhe, du komischer Morakton-Assassine. Bremst der mich hier einfach raus in meinen Ritt? Ich glaube, der hat ein Rad am Wandern. Ich werde heute auch noch auf Legendary einen Warrior machen. Ja, wie gesagt, Legendary, da ist der schon auch was Falsches für, der ist ja noch nicht ausgelevelt. Da bräuchte ich ja da könnte ich meine Hochelf nochmal wieder auspacken, weil das kippt ja dann noch das Level-Cap, wenn man dann irgendwie effektiv bis Level 106, glaube ich, leveln kann.
Das Legendary, wer es noch nicht kennt, das ist dann so, dass man... Also man könnte es mit den Prestige-Stufen aus Call of Duty vergleichen. Das ist genau das, was übrigens in den Artikeln steht, die ich heute gelesen habe. Man setzt einfach das Level seiner Fähigkeit, also einer Fähigkeit, die man auf Level 100 hat, wieder... Und die Skillpunkte setzt man damit auch frei. Setzt man wieder, glaube ich, auf zurück auf 15 und man kann die ja neu steigern. Das führt da... Und dann kann man da auch was Tolles machen mit dem neuen Level. Aber ich weiß gar nicht so richtig, was man dann so alles Tolles kann. Es gibt da irgendwelche Legendary-Fähigkeiten, aber ich habe keine Ahnung, wie die ausschauen. Keinen blassen Schimmer habe ich. Ich habe einen Pfeil vorne am Pferd stecken. Gibt es eine Beta, dann kann man bei Steam einschalten. Genau das. Ja, das spiele ich ja nicht. Schon wieder so läuft dein Pferd so lustig. Ja, das ist ein Knochenpferd. Was erwartest du? Das kann nur lustig sein. Wer zaubert mich denn hier die ganze Zeit an? Warum wollen mich denn auf dieser Insel alle töten? Ich dachte eben gerade, da hinten rennt ein Riesen. Ein Riesenwärmervieh rum, aber zum Glück nicht. Das wäre es jetzt auch noch gewesen, wenn jetzt hier nur so ein Riesenwärmer durch die Gegend rumschaukelt und mich auch noch tot macht. In einer Chardak. Ich könnte ja auch mal hier... Ich könnte ja auch mal die Freude des Reisens... Oh, ja, mein Pferd kann noch springen. Die Freude des Reisens ohne Inventar genießen. Wann kommt eigentlich diese Elder Scrolls Online? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich ja sogar mal für diese komische Beta da beworben, aber die kann man nicht bei rum. Was da hinten ist, wahrscheinlich ein Bandit, wa? Ja, aber klar. Oh, wie die auch alle treffen. Alter! Das ist nicht denn ihr Ernst, wie unglaublich treffen... Natürlich! Oh, ey, das ist aber echt nicht wahr, wie treffsicher alle NPCs hier sind. Und ich muss mich stundenlang... Ich muss stundenlang mich rumärgern, um irgendwas zu treffen, weil die Gegner mir die ganze Zeit ausweichen. Und die treffen mich immer. Das finde ich hart unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Ende des Jahres. Dein Pferd hat O-Beine? Ach, Quatsch. Das hat... Guck mal, hier liegt noch ein Drache rum. Das hat man dann von mir, wenn man Drachen tötet. Oh, ich höre einen Bären. Das ist halt ein Knochenrost. Da fehlt halt das ganze Fleisch, was normalerweise... Meine Pferde haben ja auch so einen dickeren Oberschenkel. So, wenn die... Ach, hier sind wir erst... Wir sind erst in der komischen Turskalle. Ich bin ja nicht mit Absicht mal hier über die Insel geritten. Einfach, weil ich das mal machen wollte, um mal die Entfernung so abschätzen zu können. Und vielleicht wäre so ein kleiner Ritt übers Land auch nicht schlecht. Das bringt mich nämlich in die lustige Lage, mal ein paar Kommentare zu lesen. Die Beta-Codes wurden nur noch nicht verschickt. Ach, nicht? Ja, aber ich hätte wahrscheinlich noch eine Mail gekriegt, dass ich dafür genommen wurde, oder? Ich meine, ich hatte da einen sehr hoch, aber das hat ja nicht jeder gekriegt. Ich meine, ich hätte meine Eignung nur noch weiter steigern können, wenn ich bei Geschlecht weiblich angegeben habe. Das Schlimmste ist, da stand Känguru nicht mal zur Auswahl. Ach, Karte anmachen bringt wahrscheinlich gerade nicht. Doch, Karte anmachen bringt was, aber ich habe keinen Pfeil, ich sehe nicht, wo ich bin. Das fehlt ja auch noch, der Hardcore-Modus Skyrim ohne Karte, ohne Interface, wo man einfach nur noch anhand, und am besten noch mit kaputtgehenden Schwertern, wo man nur sieht, wie das Schwert aussieht, wie gut der Zustand von dem Ding ist. Das wär's doch mal so, also wie es jetzt aussieht, komplett ohne Interface, maximal noch mit dem Dialog-Interface, aber sonst nichts. Na gut, da müsste man noch ein anderes Interface-Design machen. Darauf warte ich ja immer noch, ein Spiel, wo man kein richtiges, kein tabellarisches Inventar oder so hat, sondern wo man irgendwie wirklich so einen Rucksack hat, wo den man dann in 3D durchkramen muss. Das wäre total unkomfortabel, aber das hätte mal was. Das wäre auf jeden Fall neu. Oder dass man irgendwie so eine Mantel, so eine Jackentasche hat, dass man die aufmacht, dann sieht man halt so seine Innentasche vom Mantel. Aber dann könnte man richtig wenig mitnehmen, weil das wäre dann ja RPG-mäßig logisch. Vor allen Dingen müsste ich dann stundenlang meine Seelensteine suchen unter all den Granatsteinen, die ich bei habe. So, warte mal, ich mache hier erstmal TM. Nein. Ja, das ist wirklich das größte Risiko an diesen komischen Token-Menus-Modus. Das werde ich auch so... Toll. Wenn ich die Menüs ausblende, kann es durchaus vorkommen, dass ich die nicht wieder reinkriege, weil ich es nicht sehe. Also ich sehe ja nicht, was ich eingebe. Was, Edlas Haus? Es hört auf jeden Fall mit Edla reden. Na gut, dann reden wir erstmal hier mit Olle... Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Es gibt also männlich und weiblich... Es gibt also männlich, weiblich und Känguru? Ja. Also sind die Drachen zurückgekehrt. Nun, die Skal haben Schlimmeres überlebt. Also es gibt original ein Telekinesis-Spiel, aber über eine Quest, aber frag mich nicht, welches es war. Okay. Mein Pony läuft nicht so? Ach ja, je. Geil, wenn man verhungern verdursten kann. Dafür gibt es 100%ig einen Mod, da bin ich mir eigentlich fast absolut sicher. Ist sie mittlerweile bereit? Der Baumstein ist immer noch korrumpiert. Ja, das kann ich nicht ändern. Das Land ist immer noch aus dem Gleichgewicht. Aber da die anderen 5 wiederhergestellt sind, es könnte reichen. Na bitte. Es muss reichen. Werdet ihr etwas geben, was er will? Ja. Die Legenden der Skal berichten auch von dem Tag,
an dem wir unsere Geheimnisse preisgeben müssen und Hermamora schließlich gewinnt. Na toll. Als Schamane ist es meine Pflicht, diese Geheimnisse zu hüten oder zu entscheiden, wann es besser ist, sie preiszugeben. Jetzt wäre gut. Ich glaube, es ist an der Zeit. Mögen mir meine Ahnen vergeben, falls ich mich... Oh, sie ist irgendwie nervös. Gebt mir das Buch. Ich werde es lesen und selbst mit dem alten Hermamora sprechen. Ich sorge schon dafür, dass er sich an seinen Teil der Abmachung hält. Okay, ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Buch geben. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Das hoffe ich auch. Ihr werdet doch dafür sorgen, dass sich dieses Opfer lohnt. Ja, natürlich, 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 natürlich. Ihr müsst das nicht tun. Dieses Buch ist falsch. Böse. Es wieder... Warte, ich muss kurz ausblenden. Das, nein, das ist mir wichtig. Nicht allem, was ihr mich mein ganzes Leben lang gelehrt habt. Ich muss es tun, Freya. Nur so kann Solstheim für immer von Mira als Schatten befreit werden. Ich bin mal gespannt, was er macht. Früher oder später muss sich alles ändern. Nichts, das lebt, bleibt auf ewig gleich. Sonst kann es nicht leben. Sorgt euch nicht. Das hat schon der Tod der Scheibenwelt festgestellt. Mann, Junge, dreht mir mal den Rücken zu, der Typ. Dieses Schicksal für mich bestimmt. Das ist ein Typ. Ich stehe euch zur Seite, Vater, wie immer. Ich bin auf alles vorbereitet. Alter, er dreht sich immer weg. Dass durch den niederträchtigen Meister dieses Buchs auf mich zukommen mag. Oha. Endlich offenbaren die Skal für ihre Geheimnisse. Ach hey. Und so stehe ich auch mal die ganze Zeit da? Nein, halt! So stehe ich die ganze Zeit da? Ich werde dich. Ist ja sehr freundlich. Oh oh. Ich glaube, das geht gerade übel. Hör mal auf mich anzutakeln, komisches Vieh. Ach hey, Mini. So tu doch etwas! Drachenblut. Was soll ich tun? Ihr habt mir das gewünschte Geschenk. Oh, ich glaube, die sind jetzt sauer. Oh, das sieht nicht so gesund aus. Für einen Prinzen aus dem Reich des Vergessens gebührt. Ich verleihe euch das Wort der Macht, mit dessen Hilfe ihr Mira-Ark herausfordern könnt. Toll! Ihr werdet ein Wirt. Der redet immer so langsam. Oder sein Nachfolger sein. Nee, ich möchte. Die Zeiten des Schicksals werden es entscheiden. Toll. Das ist ein Typ. Jetzt ist mit ihm hier, ist er tot? Warte mal, ich muss mal kurz. Vater! Oh, er ist tot. Getan? Moment mal, jetzt macht mich hier nicht verantwortlich. Also, ich habe damit nichts zu tun. Also. Geht! Mein Vater hat sich geopfert, damit ihr Mira-Ark vernichten und den Schatten seines Meisters von diesem Land vertreiben könnt. So geht denn. Tötet Mira-Ark und versagt nicht. Ja, wer konnte denn... Oh, ich hätte gerne mein Buch wieder. Danke. Hallo, Edla. Ihr werdet dieses Ding doch aufhalten. Ihr werdet nicht zulassen, dass dieses Böse die Skal so wie Storm verschlingt, oder? Ich hoffe doch. Was kommt als nächstes? Wann wird es aufhören? Ich muss mit dir reden. Was kommt als nächstes? Ah. Wann wird es aufhören? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, das Dorf sei in Sicherheit. Was werden wir nun tun? Keine Ahnung. Morgen? Was immer das auch war, ihr werdet es dafür bestrafen, was es Dorn angetan hat. Moment mal, das hat ja frei für sich entschieden. Das ist immer ohne Witz jetzt. Alter Freund, wir werden euch vermissen. Aber sorgt euch nicht. Freya wird uns gut führen, dank euch. Was zur Hölle? Freya wird trauern, aber sie wird eine gute Schamanin sein. Storm hat sie viel gelehrt. Er wusste, dass sie bereit war, uns an seiner Stadt zu führen. Was ihr für uns getan habt, Stormfelsschreiber. Na klasse. Geht mit dem Altschöpfer.
Ah ja. Ich gebe euch nicht die Schuld. Ach, na bitte. Na bitte. Ich wünschte nur, er hätte einen anderen Ausweg gesehen. Es tut mir leid. Dior? Dies sind finstere Zeiten. Wie so, jetzt sieht es so aus, als hätte, jetzt können sie jetzt hier... Hallo? Ihr werdet dieses... Na. Was kommt als nächstes? Wann so, ja, natürlich habe ich mitgeschnitten, dass ich einen dummen Schrei lernen möchte, aber ich ahne und befürchte irgendwie, dass ich das irgendwie gar nicht möchte. Wo ist denn der überhaupt? Willenbeugen, ne? 120 Sekunden. Drachen. Na gut, aktivieren wir das Ding mal. Kommt dann gleich oder Mirak um die Ecke geschüsselt oder kann ich wissen noch was machen? Das kann nicht sein. Na? Lies Wachträume. Ach so! Boah, das geht jetzt aber richtig straightforward in Richtung Ende. War es das denn gleich gewesen oder kommt dir noch was? Ich speichere nochmal kurz vorher. Ich speichere am besten richtig, bevor ich das mache. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwas tun kann, wo ich nicht wieder zurück kann, aber was soll's. Lesen wir mal Wachträume. Oder ob ihr Olimirak jetzt sagt, ja, schön, dass du den Schrei hast, aber ich lasse mich trotzdem nicht aufhalten. Wachträume. Die Augen einst geblendet von den Sternstuppen der Größten. Ich sollte mir vielleicht erstmal einen sicheren Ort suchen sollen, oder? Vielleicht irgendwo drinne. Du kannst in der Spiele Drachenknochenwaffen herstellen. Gefährlicher als jede andere Waffe. So, kann ich mich jetzt bewegen? Nee, ruckel. Doch, ich kann mich bewegen. Ich suche den Tempel von mir. Ach du Scheiße. Ach ja, sieht ja doch schon relativ groß hier aus. Ich frage mich bloß, ob Ordes Dorn überhaupt Richtung Allschöpfer gewandert ist oder ob der einfach auch in diese Welt gezogen wurde. Ich meine, die sind ja recht bekannt für die Daedra, dass die Sachen machen, die jetzt nicht so toll sind. Man kann nicht eigentlich in dieser Welt, ich versuche mal nicht Dürne wie zu beschwören, ich mache mal lieber unerbittliche Macht. Weil ich sollte ja schon seit Ewigkeiten Leute in die Suppe hier schreien. Das sieht hier ein bisschen offener aus und geeigneter dafür für den Job. Mein neuestes durch Burns berät eine Hochelfe. Elfenbogenschützen. Nee, die Waldelfen sind als Bogenschützen ja mehr geeignet als andere. Zaubertrank der geringen Ausdauer. Doll. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich mehr oder weniger in diese Richtung. Oha. Aha. Ich muss mal kurz hier mal wieder im Kinomodus gehen. Man guckt sich das einfach nur mal an, wie es hier aussieht. Wenn man sich das so anschaut, schon irgendwie recht episch, sag ich mal. Ich würde das gerne ein Hochkantbild von den Turm machen, aber ich kann meine Kamera nicht drehen. Was ist das überhaupt für ein riesen Tentakel? Der mich haut, ein Auge. Das Zeug ist Hermios Mora? Da schwimmt ein riesengroßes Tentakelauge. Warte, ich muss mal kurz was testen, aber die Armbrust ist dafür vielleicht besser geeignet. Na, mach deine hübschen Augen auf. Nein! Da! Oh, es reagiert gar nicht. Doofige Tentakelaugen. Ich hab's versucht. So, Kapitel 2. Oh, habe ich gerade die guten Feuerpfeile verballert? Naja, shit happens. 400 Stunden Spielzeit. Ach herrje. Das würde ich ja mir auch nie gönnen. Obwohl, verdammt. Ich sag mal lieber nichts. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Spielzeit ich schon habe. Also auf beiden Chars zusammengerechnet. Ey, nicht rumtentakeln. Rumtentakeln ist unfair. Das kann ich nicht. Doch, ich kann rumtentakeln. Ich habe doch mal einmal diese komische Fähigkeit gefunden. Rolle des Feuerballs. Die Wächter und der Verräter. Von Lucius Gallus, Mitglied der kaiserlichen Bibliothek. 63. Dritte Ära. Na gut. Ich warte ja immer noch darauf, dass ich ein Buch aus der Zukunft finde hier drinne. Weil irgendwann hat jemand mal gesagt, dass für die Daedra die Zeit irgendwie nicht so richtig gilt. Oft mal, da haben wir diesen Typen hier. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Oh. Bin ich jetzt schon im inneren Turm? So, bitte geht doch. Lykantropische Legenden von Himmelsrand? Ja, ich weiß, dass es da Werbe für gibt. Ich bin dem begegnet. Das wäre mir nichts Neues. Die haben immer eine Kopie und die Kopie habe ich gleich mit umgehauen mit meinem tollen Schleichangriff. Natürlich ist entdeckt. Von wem denn? Hua! Nee! Geil. Einfach geil. Falle ich in die scheiß Suppe.
Wo kam der denn endlich auf einmal nochmal her? Den habe ich einmal so gar nicht kommen sehen. Oh, der ist auf jeden Fall schon mal tot. Diesmal hat da Worte der Stammesmutter bei. So, wo kam denn der her, dass er mich auf einmal nicht gesehen hat? Kam der hier rüber patrouilliert? Ernsthaft? Wo kam der her? Ach, die sind wahrscheinlich wieder. Der ist wahrscheinlich wieder ganz fies hinter mir erschienen, wie es die Viecher hier immer machen. Die können sich da unsichtbar machen. Ich bräuchte irgendwie so eine Thermalsicht. Wo ist mein Walltech-Helm, wenn ich ihn brauche? Wisst ihr, da fällt mir gerade ein, jetzt habe ich diesen dummen Konkurrenzel-Resonanznadelstein doch noch vergessen. Und irgendjemand hat mich auch angeflaumt, weil ich diesen tollen Helm nicht benutzt habe. Na egal. Na egal. Ah. Ich wette, Burn macht gleich einen ganz miesen Cut. Könnte drauf wetten. Du hast recht.